Gott ist so gut. Weil er gut ist, geben wir ihm die Ehre. Schön, dass du da bist. Besonders unsere Gäste begrüße ich. Fühlt euch einfach wohl. Lasst das Wort Gottes in eure Herzen fallen. Vielleicht habt ihr den Herzensboden, den Gott gebrauchen kann, damit ihr 30, 60, 100-fach Frucht bringt. So seid einfach gesegnet. Lasst das Wort Gottes in euch wirken. Dazu ist es uns gesandt. Ich habe ein Thema für uns. Christsein ist Wachstum vom Anfang bis zum Ende. Ja, und das ist wirklich so. Und ich will uns drei Ratschläge geben, wie unser geistliches Wachstum erfolgreich werden kann und wie es fortschreiten kann. Erstens mal, wir suchen Weisheit und Erkenntnis bei Gott. Da brauchen wir einen gesunden Hunger, ja. Wir lassen Veränderung, Verwandlung und Erneuerung zu. Und drittens, unsere Hingabe an Gott entwickelt uns zu unserer wahren Persönlichkeit. Da geh einfach mit, mach dir Notizen oder sei einfach ganz wachsam dabei. Denn das Wort Gottes sagt uns auch im Römer 8, 28, 29, auch zu diesem Wachstumsprozess. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ja? Hast du dich erwählen lassen von ihm? Hast du ihn in dein Herz aufgenommen? Wenn Gott nämlich Gott auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Das ist unsere Herausforderung, das ist an jeden Christen gestellt, dass er Jesus, seinem Sohn, ähnlicher wird. Und da sollen wir ein gesundes Verlangen haben, dies auch zu wollen. Der erste Punkt war ja, in Christus suchen wir Weisheit und Erkenntnis. Das müssen wir mal wissen, ja? Dass wir in Christus, in seiner Person, in dem, was er gelehrt hat, in dem, was er uns vorgelebt hat, wie er uns denn das Reich Gottes verkündigt hat, wie er uns den Vater im Himmel transparent gemacht hat, dass wir von ihm lernen können ohne Ende. Ja? Auch sein Vorbild, Jesus ist unser Vorbild für alle Bereiche unseres Lebens. Sein Vorbild ist überkulturell, es ist zeitlos. Und international gültig, ja, wirklich zeitlos. Es sind jetzt 2000 Jahre, wo er gelebt hat, aber seine Worte sind in so vielen Herzen immer noch vertreten und sie leben in ihnen, ja. Zeitlos und international gültig. Jeder, der ausreichend unterwiesen ist, wird wie sein Lehrer sein. Verlangen zu haben, so zu werden wie er, das soll in uns vorherrschen, ja. Kolosser 2 und 3, dort heißt es, ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten, dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen. Wir sollen wirklich verstehen, was Gott will, was sein Wille ist, was seine Wahrheit ist, ja? Zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen. Nämlich Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Der Sinn des Lebens, das Ziel des Lebens. Die Warum-Fragen gibt er uns, ja. Warum lebe ich, ja, wo gehe ich einmal hin, ja, wozu lebe ich? Er beantwortet alle unsere Fragen, ja. Darum ist es so gut. Suche den Willen Gottes auch in deinen Entscheidungen. Dazu werden wir herausgefordert, ja? Was ist eigentlich Weisheit? Weisheit ist eine gottgegebene Fähigkeit, die wahre Natur einer Sache zu erkennen und den Willen Gottes in dieser Sache auszuführen. Ja? Wirklich den Willen Gottes in dieser Sache zu erkennen und dann auch diesen Willen Gottes in sein Leben reinzupacken und auszuführen, ja. Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Darum müssen wir uns seinem Wort zuwenden, sein Wort in uns aufnehmen, darüber nachsinnen, Tag und Nacht, und dann bekommen wir auch Weisheit von Gott.
Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja? Nicht, dass wir Angst vor Gott haben, sondern dass wir ihm Respekt entgegenbringen und dass wir erkennen, Gott, du bist groß, du bist wunderbar, du bist wertvoll. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Sie wollen keine Korrektur von Gott. Sie wollen so bleiben, wie sie sind. Und sie wollen nicht von Gott verändert werden. Sie stehen dem entgegen. Aber Ehrfurcht geht der Weisheit voraus. Wenn ich Ehrfurcht vor Gott habe, erlange ich von ihm Weisheit und Erkenntnis. Es gibt ja so ein schönes Bergbaukapitel in der Bibel, ja, Hiob Kapitel 28. Ja, ich liebe das so, ja, weil ich ja auch 30 Jahre im Bergbau gearbeitet habe. Und da ist eine enge Verbindung in meinem Herzen. Es gibt auch da ein Siegreich Leben lernen, wenn ihr auf meinen YouTube-Kanal geht. Die Predigt Siegreich Leben Teil 102. Wenn ihr da wollt reingehen, könnt ihr eine ganze Bergbaupredigt über dieses Kapitel 28 und über die Weisheit Gottes sehen. Und hören, ja. Ich will jetzt mal ein paar Verse daraus vorlesen, aus dieser Weisheit des 28. Kapitels von Hiob. Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Letzte erforscht man das Gestein, das im Dunkel tief verborgen liegt. Ja? So beschreibt es hier Hiob. Ja? Wo finde ich also diese Weisheit? Vers 12 bis 15. Wo ist aber nur die Weisheit zu finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist. Und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht. Und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann nicht Gold für sie geben, noch Silber abwiegen, sie zu bezahlen. So schön, wie er das beschreibt. Vers 20. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen und verborgen den Vögeln unter dem Himmel. Der Abgrund und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren nur ein Gerücht von ihr gehört. Gott weiß den Weg zu ihr. Er allein kennt ihre Städte. Denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Also wir dürfen erkennen, dass die Weisheit, die Einsicht und die Erkenntnis allein von Gott kommt. Weil er der Schöpfer aller Dinge ist, aller guten Dinge auf dieser Erde. Er hat uns Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Und er weiß, was gut für uns ist. Und wenn wir Weisheit suchen, die wir ja wirklich auch wollen, ja, die wir auch suchen wollen, dann müssen wir sie bei ihm suchen. Vers 25. Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg, ja, jetzt war nochmal Gewitter, eine ganz heiße Woche, ja, und dann kamen dann noch die Gewitter, ist wieder abgekühlt, ja, und dann kommen die Blitze und die Donner, Gewalten, brechen da aufeinander. Und dem hat auch Gott seine Grenzen gesetzt. Damals schon sah er sie und verkündete sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zu Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und zu meiden das Böse, das ist Einsicht. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Einsicht. Das Böse aus seinem Leben rauszupacken. Also, Gott gibt dir gerne Weisheit. Das musst du wissen. Aber such sie bei ihm. Ja? Bitte ihn um Rat. In Lebensentscheidungen bitte ihn immer um Rat. Denn er will dir Antwort geben. Er gibt gerne denen, die ihn suchen. Ja? Die ihn von ganzem Herzen suchen. Von denen wird er sich finden lassen, heißt es. Oder hier in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden etwas vorwirft, so wird sie ihm gegeben werden. Ja, bitte Gott. Ja, egal um was, um kleine Dinge, ihm ist nicht zu klein in deinem Leben. Er will Anteil haben an allem in deinem Leben. Und darum bitte ihn.
und er gibt dir gerne Weisheit und Einsicht. Und du wirst in seinem Wort Erkenntnis bekommen. So weit zur Weisheit und zur Erkenntnis. Ein zweiter Punkt ist, zweiter Ratschlag, wie wir geistliche Reife empfangen. Gott sucht unsere geistliche Entwicklung. Das müssen wir einfach mal wissen. Suche deine geistliche Entwicklung. Suche Wachstum. Ja? Das wird viel zu oft wird das so klein gemacht. Ja? Das ist eine der größten Herausforderungen der Bibel. Darum ist es so wichtig, dass dieses Verlangen in uns liegt. Im Psalm 32, 8 und 9 heißt es, du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Ja? In einer Übersetzung heißt es, dass wir einfach unsere Augen sollen auf ihn richten. Er will uns mit seinen Augen leiten. Wir müssen den Blick auf ihn richten und auf seine Wahrheit und auf sein Wort. Ja? Sei nicht wie ein störriger Esel oder wie ein Maultier. Ja? Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wir wollen Gott aus freiem Willen, aus freier Entscheidung heraus folgen. Ja? Jesus sagt ja auch, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er muss das Wichtigste in unserem Leben sein. Wir dürfen unsere Prioritäten richtig setzen. Er muss den ersten Platz haben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, all deiner Kraft. Und dann suchst du diese Entwicklung. Also dieses Beispiel von der Raupe, wie man von der Raupe zum Schmetterling wird, wird in der Bibel verwendet. Ja? Von der Raupe zum Schmetterling, diese wunderbare Verwandlung, man nennt sie auch Metamorphose. Die Raupe ist noch nicht schön, ja? Die ist noch irgendwo haarig, ja? Stachelig, ja? Aber dann wird sie einmal zu einem wunderbaren Schmetterling. Und dieses Bild wird auch benutzt, dass auch wir diese Veränderung erfahren sollen als Christen. Dass wir wirklich, das letzte Mal habe ich ja davon gesprochen, dass Christen eine heilige Unzufriedenheit haben sollen. Eine heilige Unzufriedenheit in dem Bereich, dass sie ihre alten Kleider ausziehen. Die alte sündige Natur, die Werke des Fleisches, alles was Gott nicht gefällt, ausziehen wie alte Kleider, die dreckig geworden sind. Ja? Und so sollen wir neue Kleider anziehen, die Frucht des Heiligen Geistes, das was Gott uns gibt, damit wir verändert werden in unserem Charakter. Und das ist diese wunderbare Veränderung, ja? Galater 4, Vers 19, hier sagt Paulus, meine lieben Kinder, er bezeichnete sie so, die Galater, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ja? Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Und hier steht dieses Wort Morpho im Griechischen. Man weiß ja, das Neue Testament ist im Griechischen übersetzt. Und dieses Morpho hat die Bedeutung Veränderung. Ja? Die innere Veränderung, die innere reale Veränderung des Wesens einer Person. Wie die Entwicklung eines Embryos. Ja? Wie vor zwei Wochen wieder Opa geworden, ja? Enkel Nummer 4. Ja? Das hat sich auch entwickelt im Mutterleib. Ja? Immer mehr entwickelt, 9 Monate und jetzt ist der kleine Jaron da. Jetzt kann man ihn knuddeln, ja. Und das ist einfach so, so entwickelt man sich auch als Christ im positiven Sinne. Christsein ist Wachstum vom Anfang bis zum Ende. In Römer 12, Vers 2 heißt es, dass wir durch die Erneuerung unseres Sinnes verwandelt werden. Die Erneuerung unseres Denkens, daraus erfahren wir Veränderung. Dazu muss ich einfach mal Gottes Wort lesen, in mein Herz aufnehmen und in mein Leben reinpacken. Glaube fängt damit an, dass ich Gottes Wort lese oder es höre hier in der Predigt, es dann umsetze in meinem Leben und es tue. Und beim Tun greift der Glaube erst. Beim Tun, ich tue das, was Gott sagt, da greift es, ja? Das ist so schön, also hier durch die Erneuerung des Sinnes, hier steht dieses griechische Wort Metamorpho und das bedeutet Verwandlung. Ja? Also die Verwandlung, wie eine Raupe sich zum Schmetterling verwandelt und der Schmetterling fliegt zum Himmel. So ein schönes Bild, ja? Die mich suchen, die werden mich finden, ja? Also lass dich von Gott verändern, hab dieses Verlangen.
Ja? Eben haben wir es schon gelesen in Römer 8, 29. Denn die er ausersehen hat, die er auserwählt hat. Wer ist denn auserwählt? Der seine Berufung annimmt, der Jesus sein Herz aufnimmt. Der ist auserwählt. Die ihm folgen, die ihm gehorchen, die sind auserwählt. Es ist eine Entscheidung, jedem Menschen Jesus zu folgen und ihn zuzulassen in seinem Leben. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Eine riesen Herausforderung, Jesus gleich zu sein, oder? Aber es muss ein Verlangen in uns sein, ja? Hier steht auch dieses gleich sein sollen, verwandelt werden. Da steht das Wort sumorphiso, griechisch. Und das heißt verwandelt werden, wie das Porträt zu seiner Vorlage. Ja? Vielleicht habt ihr die Maler mal gesehen, die Straßenmaler. Man kann dich malen lassen, ja? Und die malen dich genau, wie sie die Gesichtszüge in dir sehen. Ja? Malen dich genau so. Und wenn du dann nachher siehst, dann kannst du sagen, jo, da dort bin ich. Jo, die haben mich gut getroffen. Ja? Und so ist es da, das Wort gemeint. Summa viso, ja? Verwandelt werden wie das Porträt in seine Vorlage. So sollen wir in Jesu Bild verwandelt werden. Also kann man Jesus mehr und mehr in unserem Leben erkennen? Das ist diese Herausforderung, diese geistliche Entwicklung, die so wichtig ist. Ja, wir müssen sie suchen, ja. Morpho, Metamorpho, Sumorphiso, ja. Verwandelt werden, erneuert werden, umgestaltet werden in sein Bild. Das ist stark. Ein dritter Ratschlag, den ich uns gebe, damit wir geistlich wachsen, ja. Willst du geistlich wachsen? Amen. Halleluja. Das ist mit die wichtigste Aufgabe in deinem Leben. Wird oft viel zu klein gemacht. Und ich will das auch wirklich fördern und will es auch in meinem Leben suchen. Diese Veränderung, das schläft nämlich gern noch ein. Auch wenn man lange mit dem Herrn geht. Ich gehe jetzt 30 Jahre mit dem Herrn. Ja, sind jetzt, glaube ich, 15 Jahre oder 16 Jahre schon Gemeindeleiter. Ja, das schleicht sich ein, dass man einfach zufrieden ist mit der Situation, wie sie ist. Oder mit seinem Charakter, jo, ich bin noch gar nicht so schlecht, man vergleicht sich so mit anderen. Nein, es sind noch viele, viele schlechte Eigenschaften in unserem Leben, die Gott nicht gefallen. Und die gilt es, aus unserem Herzen rauszubringen. Ja? Wenn sich dein Herz mit Neid beschleicht, mit Eifersucht, mit Hader, mit Zwietracht, man vergleicht sich und all diese Dinge, vieles gefällt Gott nicht. Und unsere Herzen werden immer wieder beschlichen. Ja, man will mehr haben. Habgier, Geiz, das sind alles tiefe Probleme, denen wir den Kampf ansagen müssen. Ein dritter Ratschlag, den ich uns gebe, und der ist ganz wichtig. Hingabe an Gott entwickelt deine wahre Persönlichkeit. Wenn du dich Gott hingibst, Jesus, ich gebe mich dir hin, ja, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Ich gebe mich dir hin. Und dann findest du der Persönlichkeit, die Gott mit dir einfach vorhatte, wie er dich gedacht hat. Dann wächst du in das Bild hinein, wie er dich haben will. Hier wirst du ja vorbereitet für den Himmel. Das ist, muss man mal wissen. Ich sage ja immer, dieses Leben ist ein Training für den Himmel. Das wahre Spiel ist oben. Aber hier trainieren wir schon, dass wir oben im Himmel dazu passen, oder? Im Himmel gibt es kein Neid mehr, keine Eifersucht mehr, ja? Keine Zwietracht mehr. Ja? Das ist gut. Also Hingabe an Gott entwickelt deine wahre Persönlichkeit. Hingabe, wie verstehen wir Hingabe? Je mehr wir uns Gott hingeben, desto stärker finden wir zu uns selbst. Ja? Je mehr erkennen wir unser Original, wie Gott uns gedacht hat. Je mehr ich mich Jesus Christus zuwende und mich seiner Persönlichkeit unterwerfe, desto mehr entwickle ich meine wahre Persönlichkeit. Je mehr ich sage, Jesus, jetzt immer ich, jetzt du, dein Reich geschehe, auch durch mich, sei bei mir, hilf mir, führe mich. Ja, wir beten im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann machen wir doch unser eigenes Ding. Unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Interessen, ja, ich meiner mich, ich mich meiner mir, Herr segne diese vier. Das ist in unserer Gesellschaft so weit verbreitet. Aber wenn ich mit Gott gehe, dann zählt nicht mehr ich meiner mich. Dann erzählt das, was er will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben und im Leben meiner Mitmenschen. Römer 6, 13.
dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Werkzeug in seiner Hand. Also ich bin jetzt ein Werkzeug in seiner Hand. Gott, du darfst mit mir machen. Du darfst mich gebrauchen zu deiner Ehre. Ich will Licht und Salz sein für dich. Ich will Botschafter für dich sein. Ich will, dass dein Reich kommt und dass die Menschen dich kennenlernen. Ich will Botschafter an Christi Stadt sein. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Ich will ein Pontifex sein, Brückenbauer. Ich will ein Lehrer sein, ja, die die Menschen das Wort Gottes lehrt. Gott hat mir einen Eifer gegeben, Gottes Wort zu studieren, damit ich andere unterweisen kann in Liebe. Das ist ein Verlangen, ein heiliges Umtreiben, ja, eine heilige Unzufriedenheit. Und die soll auch in dir gefunden werden. Ja. Jesus schenkt wahres Leben. Wahres Leben kommt von ihm. Römer 12, Vers 1. Hingabe an Gott ist der wahre Gottesdienst. Nicht hier die Stunde, die wir hier miteinander verbringen oder zwei, ja. Es ist die Hingabe meines Lebens an ihn, mein Alltag mit ihm zu verbringen. Das ist der wahre Gottesdienst. Das ist das, mit ihm zu gehen, für ihn zu stehen, für ihn Botschaft zu sein. Jeden Tag, allzeit bereit. Paulus beschreibt es so, ja, den Römern und auch uns. Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Ja, er hat uns herausgeholt aus der Finsternis und hat uns gesetzt in sein Licht. Er hat uns die Hölle, wo wir in der Ort, wo wir hingehören, weil wir Sünder sind, hat uns in den Himmel versetzt. Und das ist reiche Barmherzigkeit. Ja, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ja, ein Gott wohlgefälliges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Und ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also deine und meine Hingabe ist die wahre Antwort. Jesus, du hast alles gemacht am Kreuz. Dein Blut ist für mich geflossen, für meine Schuld, für die Hölle, die ich verdient hätte, ist dein Blut geflossen. Du hast bezahlt, du hast mir den roten Teppich auf Golgatha ausgelegt. Ich darf da drüber zum Vater kommen. Und der Vater im Himmel sieht mich an, gereinigt durch sein Blut. Reingewaschen, der Vater ist reingewaschen durch sein Blut. Er ist schneeweiß, die Sünden, die mal blutrot waren, sind jetzt schneeweiß. Halleluja. Welch eine Gnade. Das muss in uns voller Dankbarkeit leben. Und dann in Vers 2. Die Neuausrichtung unseres Denkens ist wichtig. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Die Welt gaukelt uns so viel vor. Ja? Die Welt sagt auch, du darfst bleiben, wie du bist klasse. Leb deine Natur aus, leb dein Ego aus, verherrliche dich selbst. Die Bibel sagt uns was anderes. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist eine Herausforderung. Die Wahrheit des Wortes Gottes muss in mein Herz. Die muss in mein Verstand. Diese lange Strecke, Kopf in Herz. Ja? Da muss es regieren. Da muss es leben. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Was gut und vollkommen ist. Und was ihm gefällt. Es ist heute ein Riesenproblem. Menschen kennen nicht mehr das Wort Gottes. Sind Christen, ja, bezeichnen sich als Christen, jahrelang, jahrzehntelang, aber kennen nicht das Wort Gottes. Ja? Gehen vielleicht ewig schon in die Kirche, laufen immer dahin, aber kennen die Wahrheit des Wortes Gottes nicht. Und das ist traurig, das ist wirklich traurig, das gefällt Gott nicht. Gott fordert uns an so vielen Stellen auf, verändert zu werden. Ja? Ich habe hier ein T-Shirt an, Jesus ist mein Boss. Ja, nicht ich bin der Boss, wenn mancher immer sagt, wenn ich Gemeindeleiter bin, der ist der Boss, das kann ich gar nicht hören. Jesus ist der Boss. Jesus ist mein Boss. Ja? Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Und dann steht hier klein, I'm styled by Jesus Christ. Er stylt mich. Ja? Nicht vom Äußeren her, er stylt meinen Charakter. Lass ich ihn meinen Charakter schleifen. Eisen schleift Eisen. Manchmal tut es weh, wenn ich erkenne, wie ich wirklich bin. Und dann muss ich sagen, hier brauche ich Veränderung. Da beschleicht mich mein Herz mit Stolz, Hochmut. Da beschleicht mich mein Herz. Und dann muss ich sagen, stopp, da will ich Veränderung. Da will ich wahre Hingabe, da will ich Erneuerung.
Also Petrus sagt den Christen ja mal ganz klar, er zeigt uns unsere Stellung auf, welche Position wir in Christus haben. Und das sagt er allen Christen. Ja, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Auserwählte, ja. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis, von der Hölle zu seinem wunderbaren Licht. Und das sollt ihr verkündigen. Ja? Also er stellt heraus, wir sind auserwählt. Auserwählt bist du dann, wenn du Jesus folgst. Ja? Wenn du ihm gehorchst, wenn du ihn in dein Herz aufnimmst, dann wirst du Gottes Kind. Und dann kriegst du das Vorrecht, ja, da steht Exousia, das Recht, das Anrecht, das Privileg, Gottes Kind zu sein. Dann bist du ein Auserwählter. Und dann, wenn du Jesus folgst, bist du ein königlicher Priester. Ja, das allgemeine Priestertum gilt im Neuen Testament. Ja, allgemein. Ja, im Epheser 4, Vers 11 heißt es, dass Jesus der Gemeinde den fünffältigen Dienst schickt. Und das muss wieder in die Herzen. Fünffältiger Dienst, da ist zuerst mal die Apostel. Und da sind die Propheten. Und da sind die Evangelisten. Und da sind die Hirten. Und da sind die Lehrer. Fünffältiger Dienst braucht die Gemeinde Jesu. Ja? Nicht dieses eine von dem Pastor alles erwarten. Jeder hat Gaben und Talenten. Jeder wiedergeborene Christ ist ein königlicher Priester und eine königliche Priesterin und ist dazu berufen, ein Pontifex und eine Pontifexin zu sein, so will ich sie mal so bezeichnen. Ein Brückenbauer für Gott. Hingabe bringt dich zu dieser Persönlichkeit und bringt dich in diese Stellung hinein. Nicht damit du dich, dir was einbildest, sondern dass du weißt, wer du bist. Du hast was zu geben. Du hast Gaben und Talente. Und es ist so wertvoll, wenn die angewandt werden. Ja? Also mit dieser Leidenschaft komme ich jetzt zum Schluss. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich will uns also diese drei Ratschläge noch einmal vor Augen führen. Ja? Also wie kann unser geistlicher Wachstum erfolgreich werden? Wie können wir im Herrn reifen? Wie können wir in das Bild verwandelt werden, das er sich ursprünglich für uns vorgesehen hat? Nimm dir das wirklich mit, ja? Also suche mit allem Fleiß Weisheit und Erkenntnis bei Gott. Suche Weisheit und Erkenntnis bei Gott. Suche sie in seinem Wort. Ja? Es heißt im Psalm 119, sein Wort ist meines Fußes Leuchte und er ist ein Licht auf meinem Weg. Sein Wort gibt mir Licht in alle Lebensbereiche, in Lebensentscheidungen. Sein Wort. Ja? Ich bin wie einer, der fette Beute macht, der einen Schatz ausgräbt, wenn ich sein Wort lese. Und der Herr schenke dir Leidenschaft, sein Wort wieder mit einem neuen Eifer zu lesen, zu studieren, darin zu graben. Und die Schätze nimmst du daraus aus seinem Wort. Zweitens, Gott sucht deine geistliche Entwicklung. Er will die Veränderung in deinem Leben. Ja, wie die Raupe zum Schmetterling. Er will, dass du verändert wirst. Ja, in deinem Denken verändert wirst. In sein Bild hinein, dass die Verwandlung geschieht, dass die Erneuerung des Sinnes geschieht. Ja? Darum lesen wir auch sein Wort. Darum studieren wir das, was er will, was sein Wille ist, damit wir auch prüfen können, was sein Wille ist. Und drittens, die Hingabe an Gott entwickelt deine wahre Persönlichkeit. Ja, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, lad ihn ein in dein Herz. Sag wirklich von ganzem Herzen, aber du musst es auch wollen. Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Sündenschuld, all mein Versagen, meine Versäumnisse, auch dass ich diesem Wachstumsprozess nicht nachgeeifert bin. Oder weil ich mich schon dir als Opfer hingegeben habe. Aber ich springe immer wieder runter vom Altar und regiere selbst in meinem Leben. Eigenliebe, Eigenwille, eigene Wünsche, eigene Ziele. Da muss man manchmal Buße tun. Vergib mir, Herr. Ich will mich neu als Opfer auf deinen Altar legen. Manchmal fordert der Heilige Geist uns auf, einen Neuanfang zu machen. Neu durchzustarten.
damit wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Ja? Jesus sagt uns in der Offenbarung, die Lauen wird er aus seinem Munde speien. Wenn wir da halbherzig sind oder lau geworden sind oder keine Lust haben, mit Gott zu gehen, weil die Welt uns wieder einlullt mit all ihrer Lust, was sie uns anbietet, weil wir so sind wie die Menschen um uns rum und es keinen Unterschied mehr da zu sehen, dann sagt, komm neuen Eifer, komm neue Leidenschaft. Man muss das Feuer auch immer wieder neu entfachen. Und ich will dafür beten, dass dieses Feuer neu entfacht wird. Vater, ich danke dir so für dein Wort, dass du uns in das Bild deines Sohnes umgestalten willst. Ich danke dir so, dass du uns nicht dort stehen lässt, wo wir stehen, sondern uns einen Eifer gibst, auch verändert zu werden, Wachstum zu erfahren, Erneuerung der Sinne zu erfahren, ja wirklich Veränderung zu erfahren, Verwandlung wie die Raupe zum Schmetterling. Du willst uns gebrauchen als Lichter in dieser Welt, als Salz für diese Erde. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich das tun, was dir gefällt, damit du verherrlicht wirst, Vater. Gib uns, Herr, dass wir wirklich ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer sind, wo du deine Freude dran hast, wo dein Reich wirklich Ausbreitung findet in uns, in unseren Familien, in unserer Gemeinde und um uns herum. Gib uns deine neue Hingabe, Vater, und erfülle uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist und stärke uns im Glauben und in der Liebe. Amen. 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 Ein Gedanke zum Schluss. Wer hilft uns bei diesem Wachstumsprozess? Ja? Heiliger Geist. Halleluja. Der Heilige Geist. Ja? Jesus sagte uns in Johannes 14, 26, dieser Helfer, ja? Da steht Parakletos. Und Parakletos steht in manchen Übersetzungen als Ratgeber, als Helfer, als Fürsprecher, als Tröster. Und all das will der Heilige Geist uns sein. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Trinität Gottes, der Heilige Geist hilft uns. Ja, Jesus sagt, dieser Parakletos, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren. Er lehrt euch die Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn du das Wort Gottes noch nicht verstehst, dann fragst du, Heiliger Geist, was willst du mir sagen? Schließ mir dieses Geheimnis auf, dass ich es verstehe. Ja? Wird er euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist erinnert dich, was Jesus gelehrt hat. Ja? What would Jesus do? Was hat Jesus darüber gesagt? Und das erinnert er dich. Und das ist so gut. Und der Vater, hier denkst du falsch. Komm weg da. Erinnert dich, der Heilige Geist hilft dir. Er leitet diesen Wachstumsprozess an, bis du zu der Persönlichkeit wirst, wie Gott sie haben will. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Amen.